Gemeinschaft der Männer aufnehmen. Für einige Stunden erinnert alles an die Heimat Rumänien. Doch Tibi lebt in einem Wohnheim für Asylbewerber in Leipzig. Und so findet die Geburtstagsfeier unter Polizeischutz statt. Eine Woche zuvor wurde das Wohnheim überfallen. 80 rechtsradikale Jugendliche versuchten, das Heim zu stürmen. Mit Pflastersteinen werfen sie die Scheiben ein, schleudern Brandsätze. Die meisten der Angreifer wohnen in unmittelbarer Nachbarschaft. Sie sind mit Knüppeln, Springmessern und Gaspistolen bewaffnet. Der Späher. Jeden Tag beobachtet er das Heim. Unsere Ehre heißt Treue. Der SS-Leitspruch prangt auf seinem Ärmel. Die Polizei kommt eine halbe Stunde später, gerade noch rechtzeitig, um die Aufräumarbeiten zu filmen. Die Jugendlichen ziehen ab. Ein paar werden verhaftet und nach Feststellung der Personalien wieder freigelassen. Eine Woche später, Heimbewohner sehen die Polizeibilder. Sie fürchten, dass die Angreifer wiederkommen, noch zahlreicher, noch entschlossener. Ich denke, manche Menschen sind Nazi, sie sind Barbar. Warum muss denn ich schlagen, warum muss denn tut Ausländer? Ich meine, jetzt noch hier in diesem Haus ist denn Angst. Ja, denn Angst ist hier, ist in uns. Und Angst ist für Kinder, welche hier sind, ja. Sie haben keine Chance verteidigen, ja. Haben Sie denn Verständnis dafür, wenn sowas passiert wie vor einer Woche, wenn es einen Brandanschlag auf das Heim gibt? Auf der einen Seite ja. Ich würde es vielleicht auch mitmachen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Dabei könnte ein Mensch sterben. Oh, das darf so schnell sterben nicht. Verfolgt er noch uns? In diesem Land sind immerhin schon mal systematisch Menschen ermordet worden. Muss man da nicht ein bisschen vorsichtig sein? Ja. Sie haben es ja noch miterlebt. Na ja. War Ihnen das denn leid getan, als Sie von dem Überfall gehört haben? Leid getan. Ich habe es selber nicht gesehen. Kann ich nicht sagen. Ist okay mit Leid. Nee? Meinst du, hätte ja jemand auch verletzt werden können dabei? Ja, vielleicht von unserer Seite aus, aber von den dort, Wenn Sie, wenn Sie wüssten, wer bei dem Überfall dabei war, wenn Sie einen davon kennen würden, würden Sie den der Polizei nennen? Nein. Nee? Nein. Das ist aber Ihre Pflicht als Staatsbürger, oder? Ja, wieso? Ich habe doch niemanden gesehen. So eine kriminelle Handlung. Ach, wieso? Ich habe doch niemanden gesehen. Ja. Ich kann doch niemanden melden, den ich nie gesehen habe. Aber wer will mir nachweisen, dass ich da einen gesehen habe? Bloß, es sind doch auch Menschen, mein Gott. Das ist doch egal. Was ist das für ein Klima inzwischen in diesem Stadtteil? Also ich sage, was ich denke, die können nur leben, wo sie wollen. Was sie mit Miete bezahlen? Gar nicht. Kommt weg von Filmen. Warum sagen Sie doch Ihre Meinung? Meine Freiheit, die haben alle hier viel Zeit. Wir sind Deutsche. Und ich sage, anders kommt weg das Ding. Grünau, diese Trabantensiedlung am Stadtrand von Leipzig, war der Stolz sozialistischer Planerfüllung im Plattenbau. Wer hier einzog, war privilegiert. Fließend warm Wasser, Küche, Bad, Balkon. Dafür mussten 500 freiwillige Arbeitsstunden geleistet werden. Mehr als 100.000 Menschen wohnen hier. Jetzt steigen ihre Mieten um das Fünffache. Da mag keiner einsehen, warum die Asylbewerber im Wohnheim mietfrei untergebracht sind. Vorher haben in diesem Haus vietnamesische Arbeiter gelebt. Beliebt waren auch sie nicht, aber in ihrer zurückhaltenden Art leichter zu ignorieren als die Asylbewerber. Vor allem für die Sinti und Roma spielt sich das Leben auf der Straße ab. Und sie machen Lärm, klauen, stören die Ordnung in Grünau. Frau Meser, die Betreuerin, ist in Leipzig geboren und in Prag zur Schule gegangen. Seit 30 Jahren lebt sie wieder hier. Beinahe täglich ärgert auch sie sich über die Sinti und Roma. Ebenso wie die anderen 200 Heimbewohner aus rund 30 Nationen. Aber sie wissen, dass sich die Ausländer-Rausrufe der Bevölkerung auch gegen sie richten. Für die Wut der Anwohner hat Frau Meser durchaus Verständnis. Wut ist was Natürliches, was ein Mensch haben muss, wenn dem was nicht passt. Das ist was Natürliches, aber nicht Gewalt. Das ist der Unterschied. Ich kann doch nicht Gewalt haben gegen jemanden, bloß weil er schmutzig ist.
Oder weil er nicht so lebt wie ich oder weil er klaut. Ich kann Wut auf den haben, aber ich kann nicht hier das Haus anzünden wollen oder zusammenschlagen oder kann mir nicht vorstellen, dass die Jugendlichen hier die Kinder zusammenschlagen werden oder zusehen werden, wie die Kinder verbrennen. Na, das geht doch wohl zu weit und da müssen die irgendwie hier oben nicht ganz da sein. Und ich habe unmittelbar in ihre Gesichter gesehen. Ich bin extra runtergegangen vor diese Glastür, um die Gesichter von denen zu sehen. Das war erschreckend, wie gewalttätig die waren. Zwei Straßen weiter wohnt Cora auf 25 Quadratmetern. Sie und ihre Freunde haben bei dem Überfall mitgemacht. 19 Jahre ist Cora alt und macht gerade eine Umschulung zur Vertriebsspezialistin. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, so schnell einen Überfall nicht wieder zu planen, weil die Polizei hier noch durch ganz WK8 fährt und aufpasst. Das wäre ziemlich riskant für uns, wenn wir da jetzt einen Überfall machen würden. Es ist aber davon auszugehen, dass wir in vielleicht 4 bis 6 Wochen nochmal einen Überfall dann richtig planen. Und dann brauchen wir eigentlich auch keine Angst unbedingt haben, weil die Anwohner sind alle auf unserer Seite. Und vielleicht lässt sich die Polizei wieder Zeit. Ich meine, dann klappt das schon. Was klappt dann? Na, dass man das Auslandwohnheim vielleicht brennt oder so. Das wäre nicht schlecht. Was sollte dabei passieren? Ja, ich weiß nicht, was sie darauf hinaus wollen. Was naja, ich meine, es könnte ja passieren, dass dabei zum Beispiel ein Mensch ums Leben kommt. Naja, mein Gott, damit ist zu rechnen. Wir hatten da, wo die letzten Sonnabend dieser Übergriff war, hatten wir eigentlich mal uns mit seinen Anwohnern unterhalten. Und sie fanden es eigentlich auch ziemlich gut, dass wir jetzt nun mal so einen Anfang gemacht hatten, dass es nun mal direkt gegen dieses Ausländerwohnheim geht. Und waren auch eigentlich ziemlich alle dafür gewesen, würden sie ja mit eingreifen, wenn es das nächste Mal noch einmal so einen Übergriff geben sollte. Jahrelang warten die Leute auf eine Wohnung, die kommen ja her, Zigeuner, wohnen eigentlich in Zelten oder sonst wo, wohnen wir, und die kriegen eine Neubauwohnung. Das ist doch nicht normal. Denken Sie denn über die Vergangenheit? Ach, ich möchte jetzt nicht irgendwelche Hitlermachenschaften verschönigen oder so, davon habe ich wirklich nicht die totale Ahnung. Was wir in der Schule gelernt haben, das kannst du damit jetzt nicht mehr vergleichen. Da war ja alles schlecht, was kapitalistisch war. Aber so, was man bis jetzt mitgekriegt hat, würde ich mich auch nie als Neonazi hinstellen. Ich bin eigentlich nur jetzt vor allen Dingen gegen die Ausländer. Und das ist das, was ich auch durchsetzen möchte. An diesem Abend fährt die Polizei verstärkt Streife. Mögliche Ansammlungen rechtsradikaler Jugendlicher sollen frühzeitig erkannt werden. Doch was hilft es? Letzte Woche wusste die Polizei 1,5 Stunden vorher Bescheid. Doch alle verfügbaren Kräfte waren zum Großeinsatz beim Fußballspiel in Dresden. 7 Polizisten pro Schicht und 3 Dienstautos sind in Grünau für 145.000 Einwohner zuständig. Allein wagt sich hier kein Polizist mehr in die Treffs der Jugendlichen. Da kommt man in die Gaststätte dann rein und steht eben dann wieder vor einer geschlossenen Wand. Ja, wo dann eben auch Waffen im Spiel sind. Von Messer angefangen, Springmesser, ja. Schlagstöcken, selbstgebaute Schlagstöcke. Das ist eigentlich reichhaltiges Angebot an Waffen vorhanden. Und mit auch unter sind die Frage der Polizisten, soll ich mich für 8, 9 oder für 1.000 Mark noch zusammenschlagen lassen. Wohnkomplex 8 am Samstagabend. Vor der Disco treffen wir auch Cora wieder. Ausländer trauen sich hier genauso wenig hin wie die Polizei. Früher bin ich ehrlich, jetzt bin ich bloß ein Mitläufer gewesen. Aber jetzt so langsam habe ich die Schnauze voll, muss ich echt sagen. Aber es sind doch noch nicht mal 2% Ausländer überhaupt in der Bevölkerung, im Anteil. Das ist ein bisschen viel. Da muss 0 dastehen, da muss 0,0 dastehen. Echt? Da sollen sie wieder in ihre Heimat fahren oder was weiß ich. Oder irgendwie in eine andere Stadt. Aber in der anderen Stadt werden genau wieder rechtsradikale Jugendliche auftreten und die dann auch wieder wegschießen. Ganz einfach. Die kommen auf eigene Gefahr her. Und dass nur was passiert, das müssen sie sich selber zuschreiben. An uns liegt es nicht, die haben angefangen. Überhaupt, dass sie hergekommen sind. Heute Abend noch bewacht die Polizei das Heim. Aber schon morgen muss sie zu anderen Einsätzen. Wie die Bewohner dann geschützt werden sollen, keiner weiß es.